Mit dem Unternehmen Neuralink hat Elon Musk eine krasse Vision. Musk will Elektroden entwickeln, die Computer mit dem menschlichen Gehirn vernetzen und darüber ein Internet der menschlichen Gehirne erzeugen. Wow, denn darin sieht er die einzige Chance der Menschheit, eine Apokalypse durch künstliche Intelligenz zu verhindern. Ihr habt euch dieses Thema bei WhatsApp gewünscht und bekommt jetzt alle wichtigen Facts zu Neuralink. Wie sehen die Pläne konkret aus und wie realistisch sind sie wirklich? Das alles und noch viel mehr in unseren Elon Musk Chroniken, jetzt bei Klicks im Science and Fiction. Herzlich willkommen. In der Vergangenheit ist es verschiedenen Forschungsbereichen gelungen, das menschliche Gehirn Schritt für Schritt zu entschlüsseln. Immer wieder ist das auch Thema bei uns, beispielsweise wenn es gelingt, dass Locked-In-Patienten über eine Computerhirnschnittstelle sprechen können, mithilfe eines Roboterarms Blumen gießen können oder Gitarre spielen. Mittlerweile sind es nicht nur mehr die kranken Menschen, die im Fokus des Interesses von Neuro- und Computerwissenschaften stehen. Mittlerweile sind es auch gesunde Menschen, denn auch ihr Gehirn kann durch Technik optimiert werden. Stichwort Brain Hacking. In diesem Bereich ist auch der Unternehmer Elon Musk unterwegs, und zwar mit seiner Firma Neuralink, die er im Sommer 2016 mit 8 weiteren Personen gegründet hat. Das Ziel: Nervenzellbereiche aktivieren und ihre Signale interpretieren. Und das in großem Stil für die Masse eben. Eine Art Hirncloud also, in der die Gehirne der Menschen vernetzt werden. Alle Gedanken wären dann für jeden, der an diese Hirncloud angeschlossen ist, verfügbar. Aber von vorne. Im März 2017 hat Musk das erste Mal in der Öffentlichkeit über die Pläne von Neuralink gesprochen. Demnach soll es nur noch wenige Jahre dauern, bis die entwickelte Technologie so weit ist, dass sie bereits bei Menschen mit schweren Hirnschäden eingesetzt werden kann. Patienten mit Gedächtnisproblemen oder einem Hirnschlag könnten so ihr Gehirn wieder effektiver nutzen. Doch langfristig sind es nicht die kranken Menschen, auf die Musk es mit seinem Unternehmen Neuralink abgesehen hat. Es soll vor allem eine Apokalypse der künstlichen Intelligenz, der KI, vermieden werden, vor der Musk in der nahen Zukunft warnt. Er erinnert immer wieder daran, dass im Laufe der Evolution immer wieder mal die weniger intelligenten Spezies durch die intelligenteren verdrängt worden sind. Nur wenn der Mensch mit Maschinen verschmilzt und dadurch klüger, schneller und produktiver wird, werden wir, Musks Vorstellungen zufolge, nicht von der KI abgehängt. In seinen Vorstellungen können wir in einigen Jahrzehnten elektronische Geräte direkt mit unserem Gehirn verbinden, und zwar mit Hilfe implantierter Chips im Hirn, die Bits und Bytes in Gedanken übersetzen können und umgekehrt. Und dafür hat Musk eine Menge hochkarätiger Experten am Start, angefangen bei sich selbst, oft auch als der Da Vinci unserer Zeit bezeichnet und wohl unbestritten einer der besten Ingenieure weltweit. Dazu kommt der ehemalige Chef-Chip-Designer von IBM und noch weitere erfolgreiche Erfinder. Nicht zu vergessen auch einige der besten Neurochirurgen weltweit. Natürlich ist das menschliche Gehirn super komplex, doch im Grunde funktioniert es ähnlich wie ein Computer, nämlich mit Hilfe von Einsen und Nullen, also dem Binärcode. Eine 1 steht für die Aktion einer Nervenzelle, die 0 steht für den Ruhezustand. Doch der große Unterschied zu Computern: Nervenzellen verändern sich permanent, sie ordnen sich für kurze oder lange Zeit an. So können wir uns immer mehr Wissen einprägen, es aber auch wieder vergessen oder verändern. Durch das sogenannte Machine Learning kann auch ein Computer dazulernen, aber wenn er Dinge einmal kann oder weiß, gibt es keine Möglichkeit, dieses irgendwie abzustufen oder abzuschwächen. Diese Lücke will Musk mit Neuralink schließen. Doch wie genau soll das funktionieren? Laut Musks Plänen sollen Elektroden direkt ins menschliche Gehirn transplantiert werden. So entsteht eine Computer-Hirnschnittstelle. So werden wir Menschen in die Lage versetzt, direkt mit unserem Bewusstsein in Computersysteme zu gehen. Laut Musk werden KIs in solch einem Fall unsere Kollegen bzw. Nachbarn. Er erhofft sich, dass wir sie so verstehen und mit ihnen agieren. Er erhofft sich, dass wir uns so in unseren Lebensraum mit der KI teilen können und sie uns nicht gefährlich wird. Falls dies alles funktioniert, würde es die Welt, wie wir sie kennen, komplett umkrempeln. Anstatt eine E-Mail zu tippen, würde es ausreichen, einfach kurz an den gewünschten Inhalt zu denken. Der Computer verwandelt unsere Gedanken dann in den entsprechenden Text. Zudem hätten wir Zugriff auf die Gedanken und Erfahrungen anderer Menschen. So könnten wir also problemlos die Erfahrungen von anderen erleben, zum Beispiel die eines Promis oder eines Soldaten.
Auch wenn wir bestimmtes Fachwissen haben wollen, müssen wir nur an diesen Wunsch denken und könnten schon die Gedanken entsprechender Experten herunterladen. Doch nicht nur die Interaktion zwischen Menschen und Computern würde so komplett verändert werden, sondern auch die Kommunikation zwischen den Menschen untereinander. Denn die Kommunikation verliefe nach Smarts Plänen dann direkt zwischen Gehirn und Gehirn ohne Datenverlust oder Verzögerung. Weder unser Mund noch unsere Sprache wären dann mehr notwendig, um komplexe Inhalte an andere zu vermitteln. Also das würde dann auch die Übersetzung in Texte wiederum auf Dauer überflüssig machen. Auch viele Missverständnisse, die durch das bloße Hören von Informationen entstehen eben oder das Lesen von Texten, würden so von jetzt auf gleich beseitigt. Klingt alles nach Science Fiction pur, doch auch wenn viele Experten und Expertinnen an der Umsetzbarkeit dieser Vision zweifeln, zeigen einzelne Fälle, was bereits heute schon möglich ist. Nehmen wir beispielsweise querschnittsgelähmte Patienten und Patientinnen, die Roboterarme nur mit Hilfe ihrer Gedanken steuern. Länger schon gibt es Augen- und Ohrimplantate, die Blinden und Gehörlosen das Sehen bzw. das Hören ermöglicht. Doch ein riesiges Problem bleibt die Speicherkapazität der Computersysteme, denn selbst Supercomputer sind derzeit lediglich in der Lage, wenige Sekunden der Aktivitäten des menschlichen Gehirns aufzuzeichnen. Im Frühling 2017 wurde bekannt, dass Neuralink wohl einen Antrag auf die Genehmigung von Tierversuchen gestellt hat. Ein offizielles Statement gibt es dazu allerdings nicht. Bemerkenswert, denn Musk ist bei all seinen anderen Aktivitäten durchaus aktiv bei Twitter und so weiter unterwegs. Über Neuralink dagegen gibt es nur wenige Postings und auch die offizielle Webseite ist mehr als spärlich. Eventuell steckt da der Gedanke dahinter, der in der Tech-Industrie vor allem in diesem Bereich weit verbreitet ist: Die Dinge sollen sich nach Magie anfühlen und nicht nach strenger Wissenschaft und Tierversuchen, wie sie nun mal üblich sind. Auch Mark Zuckerberg von Facebook beispielsweise hält sich bei seinen Ambitionen, ein Gehirn-Maschine-Interface zu schaffen, eher zurück. Ja, wenn ihr als erstes Neues zu diesem Thema wie Neuralink und so weiter und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann addet meine Telefonnummer hier bei WhatsApp. Dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video täglich garantiert. Und zur Begrüßung gibt es ein kleines Goodie, das immer wieder für Freude sorgt. Einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der, genau, vergessen, mit der Glocke. Hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken. Elon Musk warnt vor künstlicher Intelligenz. Da geht es um die, ich sag mal, den Auslöser, die Gründe für die Gründung von Neuralink. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.